Heute schon wieder der letzte und siebte Tag der Bike Transat. Wir haben nochmal ca. 80 Kilometer und 2200 Höhenmeter zu absolvieren und es wird richtig cool, weil wir haben einige alte Stellungen. Also wir fahren auf alten Militärwegen und natürlich auch coole Trails zum Gardasee, so wie das sein soll. Yay! Last day! Finale! Oh! Finale! 7 am Morgen. Verteilt kommen wir uns morgen. Ich kann nicht viel sprechen, aber dieser Ausblick ist mega. Puh. Und da geht's hoch an den Bunkern. Bei der Abfahrt war natürlich wieder einiges los. Wir haben wieder Aussicht. Juhu. Mitten im Skigebiet. Juhu, mitten aus der Abfahrt. Jetzt ist in die super steile Steige. Yay! Yeah. Ja. Da wird schon geschoben. Ich fahre noch. Heute ist mein Tag. Was für ein Kamm, was für ein Panorama. Was für eine schöne Strecke. Stau bergauf. Es ist hier irgendwie ein Skigebiet. Weil es so schön war, geht es gleich nochmal hoch. Hey. Alter Schwede. Vorsicht. Scheiß Schuhe. Auch hier wieder riesen Stellungen vom Ersten Weltkrieg. Krass, krass, krass. Aber super eindrucksvoll. Auch heute wieder die Vorfreude auf den Trail. Größer als alles andere. Aber wir sind immer noch auf den coolen Ersten Weltkriegsstraßen. Und irgendwann wird er jetzt schon kommen. Da sind sie wieder, die Wanderbiker. Vor mir übrigens eine Frau. Trail ist wirklich mega schön. Also das ist Gold für den Mountainbiker, würde ich behaupten. Und wir üben jetzt Stehversuche. Ah ja. Also liebe Leute, Transalp ist mega, aber vielleicht solltet ihr vorher einen Fahrtechnikkurs besuchen. Dann macht es nämlich noch mehr Spaß für uns alle. Aber heute wirklich geile Strecke. Vom Feinsten rauf, schön, runter, schön. Mega bisher. Vorsicht bitte. Danke. Was? Ja, das ist in den Stau da. Vorsicht. Wunderbar, wunderbar.
Ach Gott. Seht ihr, was ich sehe? Ich hatte freie Fahrt und jetzt sowas. Damn! Leute, was macht ihr da eigentlich? Richtig, richtig geil jetzt. Mega. Und wieder mitten durch die Ortschaft durch. Sag mich aber nicht, wie es hier heißt. Da ist auch schon die V1. Wie geht's dir heute? Ja, sehr gut. Wenn ich hinter dir nachfahren kann, in den Downhill, geht es mir super gut. Und er ist hinter mir nachgefahren, ja? Ja. Wie alt bist du nochmal? 65. Da hört ihr es. Nein, sie fährt absolut spitze und wenn ich ihre Linie fahren kann, dann ist das alles kein Problem. Vielen Dank. Aus dem tollen Trail geht's ab in die Windschattenpassage. Fast 20 Kilometer bis Rovereto. Juhu. Könnte mir gar nichts Besseres vorstellen. So, ich habe einen Zug. Hoffentlich kann ich folgen. Jetzt gibt es nämlich einen Führungswechsel. Zum Glück habe ich keinen Tacho. Ich glaube, wir sind sehr schnell. Ich kann mich gerade irgendwie halten. Da vorne fahren sie. Ich habe alles gegeben. Windschatten ist so hart. Aber nur noch 3 Kilometer. Jetzt habe ich Glück gehabt. Da ist der Herr aus Zell. Oh, der ist auch schon wieder recht schnell. Oh Gott. Irgendwie habe ich es überlebt und es geht jetzt wieder bergauf. Weil er möchte tanzen. Yeah. Want to dance? Ich habe noch ein paar Hardfacts für euch. 700 Höhenmeter, 8 Kilometer und dann geht es noch ein bisschen auf und ab. Dann ist die Zeitnahme bei der Naranjalm. Aber dann kommt natürlich noch der Trail. Hier vor uns Rovereto und da hinten natürlich der Monte Zunga. Ich habe einen Brunnen entdeckt, aber der ist leer. Verdammt. Jetzt schaut es noch ein bisschen schöner aus wie vorher. Mitten in den Weinplantagen.
nur einfach krass warm. Ich hätte echt auf den Brunnen gehofft, aber es geht so auch und die Aussicht wird besser und besser. Rettung kam gerade. Da war aber auch ein Brunnen. Spielplätze liefern meistens. Oder wäre noch einer? Jetzt kommen sie alle. In den Bus. Ah, da ist er ja. Nimm ich mit. Die halbe Auffahrt habe ich vom Brunnen geträumt und die andere halbe jetzt von der Wassermelone. V2 rückt näher. Ruhe. Peter, du machst ein Krawall. Ja, Entschuldigung. Ah, V2. Da ist auch schon die Melone, von der ich geträumt habe. Juhu. Hallöchen. Hallo, heute bleibt keiner mehr stehen. Heute kann man mit Radl zu euch kommen. Wir haben uns alle eilig. Ein Stückchen Straße, jetzt gerade sehr angenehm. Weil jetzt kühlt es ein bisschen runter. Wir sehen uns auch fast jeden Tag, oder? Immer wieder. Immer wieder schön. Ah, ja. Oh, heute zum letzten Mal. Ja, vielleicht nächstes Jahr, oder? Ich weiß nicht. Ich muss das erstmal verarbeiten. Ah ja. Nach der Transalp ist vor der Transalp. Mein Bester. Ja, heute haben wir es gemacht. Ja. Für letzte Rombe. Jiha! Nächste kurze Abfahrt. Und dann darf es einfach noch einmal hochgehen. Und das ist nicht mehr die Welt. Hier haben wir auch noch ein kleines Trailer jetzt. Voll gut. Ich dachte, dass wir viel mehr raufgehen. Das muss man natürlich lieber. Also echt spitze. Also ich will mich ja nicht beschweren, weil mehr runter als rauf ist immer gut. Aber im Höhenprofil sah das viel schlimmer aus. Wir haben es jetzt bald nur noch 2 Kilometer bis zur Zeitnahme und dann Trail, wie gesagt. Das Ziel, es ist zu sehen. Wir kommen näher. Letzten 54 Höhenmeter. Frank the Tank ist am Start. Und der Jan auch. Es geht zu Ende mit der Transalp. Stark. Ja auch, ja auch. Hey. Hast du geschafft, ja. Oder? Und wie war's? Jetzt kommt noch der gute Trail. Jetzt kommt dein Ding. Jetzt kommt dein Ding. Ne? Jetzt wird geballert. Runter. Das ist immer schnell vorbeigeht, so eine Woche dran. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich fast also jetzt in dem Jahr, da muss ich ehrlich sagen, ist einfach so verflogen. Ne? Also das war echt. Ja. Sehr schön, war eine tolle Transalp. Also wenn ihr noch nicht dabei wart, dann testet das mal, das macht wirklich Spaß. Und man wächst auch so zusammen, finde ich, innerhalb total, von der Woche. Total. Also am Anfang sind noch alle fremd und nach 2, 3, 4 Tagen... Man kennt sich. Genau, ist er. Gardasee, juhu. Immer wieder schön. Wir haben es geschafft hier oben. Da ist er. Eigentlich hatte ich jetzt geplant, bei der Naranja auf meine Männer zu warten, aber wir kommen gar nicht direkt vorbei, leider. Deswegen werde ich wohl in den Trail fahren, weil sonst wissen die ja nicht, dass ich auf sie warte und dann wird mich keiner abholen. So, jetzt habe ich extra einen neuen Akku eingelegt. So lang ist er dann leider gar nicht, aber wir wollen ja eben auch noch ein bisschen Zielimpressionen einfangen, hätte ich gesagt. Und von dem her passt das schon. Im Moment sollte eigentlich so gut wie keiner direkt vor mir sein. Jetzt können wir mal schön runterfetzen. Es ist noch mega trocken, es ist echt absolut perfekt. Und heute war wirklich ein super, super toller Transalp-Tag. Ja, es ist ein Party diesmal auch angekündigt unten. Das war ja letztes Jahr noch nicht so wegen Corona. Die Jahre davor, wo es stattgefunden hat, ein Jahr ist ja leider ausgefallen, war das natürlich schon der Fall. Deswegen umso besser. Schauen wir mal, was heute noch alles geht. Ja, hier ist ja leider nur noch der Naran und der Hämmer erlaubt und der Anaconda ist geschlossen, den haben die Kriegsveteranen glücklich wieder beansprucht. Der war natürlich super geil, aber den werden wir bei der Transalp sowieso nicht machen, deswegen ist es jetzt für heute egal. Jetzt haben wir nochmal in voller Größe hier Altissimo, dahinter wäre dann der Monte Baldo, hier unter uns Nago, Torbole, Riva, wo wir hinfahren, sehen wir gerade gar nicht. Und da im Hintergrund dann natürlich der Tremalzo, wo wir letztes Jahr drüber sind. Wir machen jetzt hier noch so eine komische Rundfahrt, frag mich nicht warum, die Zeitnahme ist ja eh schon durch. Also, keine Ahnung, was das soll. Das ist Arco, wer unsere Videos kennt.
Könnte das natürlich auch. Naja, wenigstens fahren wir jetzt mitten auf der Hauptstraße und bei Gegenwind zurück nach Riva. Also das verstehe ich echt nicht so ganz. So sieht eine heiße Bremse aus. Wir kommen dem Gardasee näher. Juhu! Oder sie sind schon fast da. Wow! Was für ein Empfang! Juhu! Komm hoch! Zielankunft, juhu! Geil! Schaut mal, wie ich schon wieder vor der Kamera habe. Ja, die ist mit frei. Wie war's noch? War anstrengend, aber das Wetter hat toll gepasst und es war wirklich super. Super, aber sehr anstrengend, ja. Dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Ja, mal schauen. Aber war toll. Yeah, der Odenwald ist angekommen. Juhu! Wasser. Gut, jetzt sind verfahren, aber gut. Nach der V2 verfahren die Trails waren saugeil. So richtig, wie ich es gerne habe. Rough, 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 rough. Und ich bin sogar im Ziel empfangen worden. Wer seid ihr denn? Denise und André. Denise und André aus Thüringen. Wir machen jetzt 2 Wochen Urlaub am Gardasee und haben die Petra hier empfangen. Mega cool. Oh ja. Lauter fröhliche Gesichter. Kaputt. Alle geschafft. Wie war's noch? Anstrengend, heiß, aber jetzt sind wir hier. Riva. Genau. Ja, geschafft. Geschafft. Gratuliere. Mega wirklich cool. Und also nächstes Jahr nochmal? Hast du mich immer aufgestellt, also das war wirklich. Nochmal nächstes Jahr, nochmal? Nächstes Jahr. Ich habe gesagt, das ist mein letztes Jahr. Das habe ich schon oft gesagt. Das heißt nichts, wir werden sehen. Ja, ja. Aber ja, sagt niemals nie. Und auch im Ziel angekommen, bist du froh? Ja, es war gewaltig. Emotional alles, das war ein Adventure, das war ein Erlebnis, das war ein Rollercoaster von Ups und Downs, das war gewaltig. Und mit euch vom Stimmung, das war danke, das braucht man in so einem Adventure. Danke, danke. Und ihr wart mega gute Mitfahrer, super ja, geil. Danke. Ja, wieder? Da muss ich mit meiner Frau besprechen. Liebe Frau, nächstes Jahr im Juli braucht ihr eine Woche frei. Danke. Und wie war es heute? Super. Wieder Speiche gebrochen. Ich habe nur gebetet, dass ich durchkomme. Hinten oder vorne? Vorne. Auf geht's zu den Finisher-Shirts und Medaillen. How are you guys doing? Good? Wie war's noch? Heute haben wir geile Trails gefahren und einen mehr als wir mussten. Ah, sehr schön. Das ist Category. 13. Silvio Del Deo, 14. Romano Zaffaroni. Ein paar Teilnehmer sind gerade schon reingesprungen. Das werden wir jetzt auch gleich noch machen. Yeah, ab ins Wasser mit uns. Ja. Boah, heiß. Aber gut. Aber gut. Geil. Das ist echt das Beste. Wenn man auch kein Bock drauf hat, das lohnt sich so sehr. Das ist einfach der Hammer. Eine Woche Quellen für das hier. Nach der Abkühlung haben wir noch einen Sprung bei der Siegerehrung vorbeigeschaut. Finisher Party gab es aber leider dann nicht. Ja, doch, sehr schade. Aber am Abend war trotzdem einiges los. Danke für eine Woche Transalp mit euch und bleibt dran, denn es kommen noch sehr coole Projekte, unter anderem Piep, genau. Und Piep, 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 Piep. Bis bald. Gebt uns einen Daumen hoch. Ciao. Tschüss.